Nail and Scale. Komischer Name und seltsames Cover. Was macht der Typ da mit Hammer und Nagel? Und was soll dieser Drache da? Es ist ein Spiel aus der Frühzeit des Gameboys und das kann entweder ziemlich gut sein oder leider das Gegenteil. Also lasst uns mal zusammen reinschauen, wie sich das Ganze spielt. Was taugt Nail and Scale für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von IMAX programmiert und von Data East 1992 in Europa und Nordamerika veröffentlicht. In Japan erschien es ganze 2 Jahre früher schon, 1990, wurde dort von IMAX selbst vertrieben. Die Hintergrundgeschichte ist wie immer schnell zusammengefasst. Ihr seid in einer Drachenhöhle gefangen. Oh nein! Also müsst ihr euch herauskämpfen bzw. puzzeln. Das Spielprinzip könnte man ganz stark heruntergedampft folgendermaßen zusammenfassen. Ihr spielt einen Psycho mit einer Zipfelmütze und einer Nagelpistole, killt Gegner und löst Rätsel. Ja gut, so einfach ist es dann natürlich doch nicht. In diesem Puzzle-Plattformer steuert ihr den Protagonisten aus der Seitenansicht. Euer Ziel ist es in den Leveln immer gleich, gelangt zum Ausgang. Es ist natürlich einfacher gesagt als getan, da euch diverse Hindernisse und Gegner erwarten, welche ihr zuerst überwinden müsst. Um das zu tun, könnt ihr euch zum Glück auf eure treue Nagelpistole verlassen. Die verschießt nämlich nicht nur kleine Nägel, sondern ziemlich große Bolzen. Damit könnt ihr dann natürlich die meisten Gegner mit einem gezielten Schuss erledigen. Aber nicht nur im Kampf eignet sich das Werkzeug. Jedes Level ist durch verschiedene Blöcke aufgebaut. In vielen bleiben denn diese Nägel eine gewisse Zeit lang stecken und so könnt ihr eigentlich unerreichbare Höhen erklimmen. Andere Steine könnt ihr sogar damit zerstören. Das ist es aber natürlich nur die Grundlage und es wird dann später immer wieder erweitert. Das Gameplay geht bei dem Ganzen immer sehr gut von der Hand. Die Nutzung der Nagelpistole für diverse Rätseleien geht sehr schnell von der Hand und die Lösung ist nicht immer so offensichtlich. Ab und zu kommt es dann zu einem Bosskampf zur Abwechslung. An Spieleoptionen erwarten euch für so einen Titel überraschend so einige. Neben einem Zweispieler-Modus könnt ihr euer Einzelspielervergnügen in 2 Geschmackssorten genießen. Einfach oder schwer. Was sich genau dahinter verbirgt, muss ich wohl nicht genauer erklären, wobei die eigentlichen Level gleich sind, nur halt mit mehr Gegnern und so weiter gefüllt. Leider wird jedoch euer Fortschritt weder mit Passwörtern festgehalten oder sogar mit einer Speicherfunktion konserviert. Es ist echt schade, da es nämlich ziemlich viele Level, nämlich 50, gibt. In technischer Sicht merkt man sofort, dass es ein früher Gameboy-Titel ist. Die Grafik ist verhältnismäßig einfach gestaltet und der Sound ist jetzt auch nicht der Überhammer. Zusammen haben diese beiden Komponenten jedoch schon einen gewissen Charme und daher kommt das Spiel mit der Kombination einigermaßen weg. Was taugt Nail and Scale für den Gameboy heute noch? Es ist ein ganz sympathisches Spiel. Es ist definitiv keines, das man jetzt unbedingt gespielt haben muss, aber das Spielprinzip setzt es durchaus kompetent um. Die fehlende Speicherfunktion nervt dann doch aber etwas, aber ansonsten könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen, wenn euch das Gezeigte gefallen hat. Das war der Test für Nail and Scale für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.